Die Innsbrucker Kommunalbetriebe investieren mit Hilfe des EU-Projekts Sinfonia in Maßnahmen, die die alpin-urbane Stadt in eine Smart City verwandeln. Eine Stadt, die weniger Energie verbraucht. So entwickelt sich das Klärwerk zum Kraftwerk. Regionale Energiepotenziale wie zum Beispiel Abwasser, Bioabfälle, Biomasse, wie auch die Sonne, werden hier genutzt, auf intelligente Art und Weise in Strom und Wärme umgewandelt und tragen so zu einer nachhaltigen Energieversorgung der Stadt Innsbruck bei. Die regionalen Abwässer werden vor allem in den Belebungsbecken gereinigt und in den Inn zurückgeführt. Dabei entsteht nasser Klärschlamm, welcher mechanisch und statisch vorentwässert wird. Zusammen mit dem Bioabfall kommt der Klärschlamm in die Faultürme, wo dann Biogas entsteht. Das entstandene Biogas wird im Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt. Um bei der Entsorgung des Klärschlamms Tonnen an CO2 zu sparen, wird dieser nun auch getrocknet. Bei der Klärschlammtrocknung werden selbst erzeugtes Biogas und Wärme verwendet. Das Holzkraftwerk der Energiezentrale Rossau mit annähernd 300 Kilowatt elektrischer Leistung versorgt mit weniger als einem Kubikmeter Waldhackgut rund 400 Haushalte in Innsbruck mit Strom und Wärme. Regionales Waldrestholz, das nur mehr energetische Anwendung findet, kann hier verarbeitet werden. Am Standort wird das Holzhackgut zuerst mit betriebseigener Abwärme getrocknet und dann über mehrere thermische Prozessstufen in ein brennbares Gas umgewandelt. Dieses wird abgekühlt und als sauberes, feinstaubfreies Gas in einem hocheffizienten Gasmotor mit Generator in Wärme und vor allem in Strom umgewandelt. Als wertvolles Nebenprodukt dieses innovativen Prozesses Made in Tirol entsteht Bioholzkohle. Die Photovoltaikanlage ergänzt die Stromproduktion am Standort. Diese Prozesse machen aus dem Klärwerk die Energiezentrale Rossau, welche das Deck 47 am Baggersee wie auch das Hallenbad im Olympischen Dorf mit Wärme versorgt. Nicht verbrauchte Wärme wird in das Fernwärmenetz eingespeist. Überschüssiger Strom wird in das Innsbrucker Stromnetz eingespeist. Die Kommunalbetriebe Innsbruck mit der Unterstützung von Sinfonia machen Innsbruck zur Smart City, einer Stadt mit weniger Energieverbrauch, in der man besser lebt.